Hi Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal, heute mit einer weiteren Folge von Bellride. Erstmal wollte ich sagen, vielen, vielen Dank für die ganzen neuen Abonnenten. Ich hoffe natürlich sehr, dass ihr nicht nur wegen Enshrouded hier seid, sondern dass ihr auch meine anderen Let's Plays genießen könnt. Ich spiele meistens chillig, also das heißt, ich habe jetzt hier keinen Rush oder so in den Spielen, die ich spiele. Im Prinzip habe ich gerade drei Spiele, Enshrouded, Bellride und Soulmask. Soulmask bin ich tatsächlich noch, ja, ich würde sagen, ziemlich am Anfang. Bellride geht so und Enshrouded bin ich, ja, so ziemlich am Ende, würde ich jetzt mal sagen. Das nächste Spiel, was ich geplant habe, ist Conan Exiles. Ja, ich weiß, es ist uralt und es ist aber tatsächlich mein Lieblingsspiel und deswegen will ich das auf jeden Fall auch in meinem Let's Play irgendwie mit drinnen haben. Ja, genau. Und solltet ihr irgendwelche Fragen haben, dann schreibt sie natürlich immer gerne in die Kommentare oder joint dem Discord oder dem Instagram. Hier haben wir nicht nur eine richtig tolle Community, sondern auch eigene Server, auf denen wir alle zusammen spielen können. Und heute gibt es für die Leute, die mir auf Instagram folgen, auch ein kleines Gewinnspiel für meinen Merch. Also schaut auf jeden Fall auch mal vorbei. Und wenn euch das Video gefällt, lasst natürlich gerne einen Like da, abonniert und vergesst nicht, die kleine Glocke zu drücken. So, jetzt habe ich wieder genug gefaselt. Wir starten ins Spiel. Viel Spaß euch und let's go. Ja, also tatsächlich weiß ich noch gar nicht genau, was wir heute so machen hier in Bellride. Was ich euch auf jeden Fall zeigen will, ist, dass meine Werkstatt fertig ist. Zum Glück, ich hatte euch da ja im letzten Part gefragt, wieso sie nicht fertiggestellt wird. Und ich habe dann tatsächlich alles so gemacht, wie ich es gesagt habe. Also nicht so viele Gebäude auf Priorität 1 gesetzt und so weiter. Es hat halt aber wirklich nichts geholfen. Deswegen habe ich das Ganze abgerissen und nochmal neu hingesetzt. Und tada, schon haben sie angefangen, das Ganze zu bauen. Genau, dann habe ich mir hier noch die Schmelze, den Schmelzofen hingebaut, den T3. Da sind sie auch gerade fleißig dabei. Und was habe ich denn sonst noch gemacht? Ich habe mir da hinten eine kleine persönliche Hütte hin, damit ich nicht immer da hinten hinlaufen muss zum Pennen. Aber so ein Depp wie ich bin, ihr seht schon, ich kann nicht reinlaufen, weil das Ding hier einfach zu hoch ist. Total bescheuert. Aber ich bin ja ein Fuchs und ich kann tatsächlich auch von hier schlafen gehen. Nee, genau. So weit, so gut. Hier hinten sehen wir jetzt fast gar nichts mehr. Ich habe ja auch dort die Lagerhäuser schon und habe ihnen gesagt, sie sollen jetzt mal da ein bisschen umbauen und alles. Und langsam, aber sicher leert sich das Ganze jetzt auch hier. Und wir haben dann unser Main hier hinten. So, gucken wir doch mal ganz kurz in die Quests rein. Wir müssen auf jeden Fall zweimal mit Emily Feltois sprechen. Weiterer Versuch her in den Pet Store und Schwarzrückenpool. Das machen wir jetzt aber nicht. Diese zwei Werkzeuge kann ich leider noch nicht herstellen, weil mir da immer noch dieses Weißblech fehlt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dafür brauche ich die T3 Schmelze. Und hier habe ich zwar den Fußsoldatenhut, den ich herstellen kann, aber leider nicht die zwei lederverstärkten geflickten Gambeson. Die muss ich noch erforschen. Das werde ich dann höchstwahrscheinlich auch im Off tun. Ich weiß gar nicht mehr, was habe ich denn für die gebraucht? Ach genau, Rohpelz. Das ist nämlich auch so eine Sache. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich Rohpelz herbekomme. Ja Leute, wenn ihr da irgendwie Tipps habt oder so, wo ich das herkriege, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Und dann hätte ich jetzt gesagt, gehen wir mal zu Emily und quatschen einfach mal mit der. Schauen wir mal, was die uns zu sagen hat. Vielleicht bringt sie uns ja dann ein paar neue Questies. Mann, jetzt habe ich diese blöden Opfer am Arsch. Geht doch weg. Lasst mich durch. Ich möchte doch nur mit Emily sprechen. Emily, bleib stehen, schnell. Okay, jetzt konnte ich es zumindest kurz abgeben. Jetzt sind die Typen wieder hinter mir. Mann, die nerven aber halt auch. Und ich habe natürlich jetzt nichts gegessen, ich Depp. Weil ich jetzt damit auch nicht gerechnet habe. Wo sind sie denn? Ach, da kommen sie angeschissen. Ja gut, Leute, ich flüchte mal ganz kurz und dann sehen wir uns gleich wieder zu Hause. So, da sind wir wieder. Und ich habe endlich was gegessen. Das steigt jetzt nach oben. Wir gucken, was wir jetzt bekommen haben. Wir müssen mit Clara Winterburn sprechen. Und mit Alex Amanita, dem Kräuterkundler. Das können wir auf jeden Fall machen. Bei dem habe ich nämlich ein Reiseschild platziert. Ach so, ja klar, dafür müsste ich vielleicht erstmal zu meinem Reisepunkt gehen. Jetzt bin ich gerade selber verwirrt. Aber einmal dahinter und dann hier drüber. Und dann sind wir auch schon da. So, Alex, einmal zu dir. Hallo, du Guter.
Endlich bist du da. Ich habe etwas sehr Beunruhigendes mit dir zu teilen, aber es muss unter uns bleiben. Niemand sonst wird's erfahren. Ich habe nach dem ältesten Dobbins geschaut, ob seine Grippe wieder weg ist und habe einige Stimmen gehört, die sich da drin unterhielten und sie stritten. Aber niemand erhob seine Stimme. Wie auch immer, er ist nicht stolz drauf. Das klingt seltsam. Ich muss sofort mit Dobbins sprechen. Hey, hier ist ja eine Truhe. Cool, das wusste ich gar nicht. Tja, jetzt ist sie unser. Ich brauche übrigens eigentlich, glaube ich, für irgendwas habe ich noch Hanf gebraucht. Aber für was war das? Mir fällt es gerade nicht ein, Leute. Okay, macht nichts. Wir gucken mal, wo war denn unser Marcellchen? Hier in Blackridge Pool. Dann werden wir natürlich auch zu ihm einmal düsen. Und was ich tatsächlich richtig geil fände, wäre es, wenn wir dann auch mal wirklich sowas wie einen Stall bekommen würden, weil man kann ja für die Dorfbewohner bzw. für die Bewohner aus den anderen Dörfern sowas bauen, wo sie ihre Pferde drin platzieren können. Aber ihr wisst ja selber oder auch nicht, dass es hier in dem Spiel überhaupt keine Pferde gibt. Und auch für die Landwirtschaft wäre es ultra von Vorteil, wenn wir tatsächlich auch jetzt mal Schweine, Kühe und so weiter bekommen würden. Verstehe ich nicht, warum das da noch nicht im Spiel integriert ist. Naja gut, wird bestimmt irgendwann kommen. Hier ist der liebe Marcel und wir quasseln ihn mal an. Vielen Dank für die Hilfe bei meiner Heilung. Ich fühle mich wieder ganz munter. Bitte sieh dir das Siegel an. Erkennst du es? Oh mein, nein, nein, sowas habe ich noch nie gesehen. Bist du sicher? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Hoppala. Okay, dann müssen wir jetzt wieder zurück zu Alex. Hin und her und hin und her. Nun, wie lief dein Gespräch mit dem Ältesten? Er schien aufgewühlt, als ich es ansprach. Ich mache mir Sorgen. Das tut mir leid zu hören. Halte einfach deine Augen offen. Und jetzt haben wir die Siegelhinweise Crashmir. Sprich mit Clara Winterburn. Ist die in Crashmir? Ja, ist sie. Und die sind immer noch hier im Pool, wollte ich schon sagen, im Fluss gefangen. Tja, wisst ihr aber, was wir noch für eine Quest haben? Den Brennofen Teil 3. Da müssen wir ja den nächsten Gefangenen befreien. Ich möchte mal ganz kurz gucken, wo das ist. Ah, hier unten. Okay. Ja, vielleicht können wir uns ja auch das noch anschauen. Dann haben wir nämlich auch wieder ein Lager weniger. Aber erst brauche ich dafür wieder Bronzepfeile. Und ich weiß tatsächlich nicht, ob sie die schon hergestellt haben. Oh, und unser Schmelzofen ist fertig. Ach ja, schau an, hier können wir Stahlbarren machen. Warte mal, aber nur Stahlbarren. Macht nichts. Wir machen jetzt hier mal 30 Stück. Und dann muss ich aber ganz kurz hier noch jemanden einstellen, der schmilzt. Wobei, wieso hat denn der Heiler Schmelzen? Das verstehe ich nicht, ehrlich gesagt. So, jetzt haben wir die Brigitte eingestellt. Und die wird uns jetzt hier mal ein bisschen schmelzen. Wir gucken uns jetzt aber nach den Pfeilen um, weil eigentlich habe ich da schon welche in Auftrag gegeben. So, so, wir haben also jetzt zweimal die Bronzepfeile. Was ich auf jeden Fall noch machen muss, die brauchen noch ein Räuchergestell irgendwo. Das darf ich auf jeden Fall nicht vergessen. Jetzt ist natürlich die Frage, wo stellen wir denn das am besten hin? Eigentlich wäre es irgendwo cool, wo, ja, weiß ich nicht, vielleicht hier. Und ein Lagerfeuer wäre eigentlich auch nicht schlecht. Hey, hier ging es doch gerade irgendwo. Tu mal's daher. Okay, nee, cool. Jetzt haben wir es 10.07 Uhr. Das müsste eigentlich gut passen. Ich habe jetzt ein paar Heiltränke. Ja, halt mal, stopp. Halt, stopp, jetzt rede ich und du bist still. Ich brauche was zum Mampfen. Brot haben wir, hält noch ewig. Hier hätte ich noch so ein Stück geräuchertes Fleisch. Was habe ich denn hier noch drin? Bärenmarmelade auf jeden Fall. Und dann brauche ich aber noch was für Gesundheit. Die gibt es, gibt uns 45 Gesundheit, ja. Ist jetzt nicht das Beste, aber ich denke, es passt fürs Erste. Supidupi. Dann einmal zum Reiseschild und wir befreien den nächsten Gefangenen. Also streunern wir einfach mal hier durch die Wiese. Wisst ihr, was ich cool finde? Dass der Bogen tatsächlich keine Haltbarkeit hat. Also er geht halt quasi einfach nicht kaputt und das finde ich richtig geil.
Das macht die Sache natürlich einfach. Da ist ein Elch und was ist hier? Ach, Banditen, die gerade auf dem Weg sind zu ihrem Zuhause. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ah, da sind sie. Und da unten ist dieses Lager. Ist auf jeden Fall, hoppala, chillig. Ich glaube, man kann sich hier richtig geil hinstellen und auf sie schießen. Ich komme zwar nirgendwo drauf. Oh, das sind halt schon echt viele. Und da unten ist der Gefangene. Naja, egal. Wir schießen jetzt einfach mal hier in die Masse. Und dann einfach mal hier so. Irgendwen werden wir schon treffen. Ah, da sind die Bogenschützen. Die müssen natürlich weg. Oha, sind voll viele. Lauf. Laufen sie, laufen sie. So, haben wir denn hier irgendwas, wo ich drauf kann? Nö. Macht nix. Kriegen wir vielleicht auch irgendwie so geschissen. Oh, jetzt hauen sie aber wieder ab. Was? Rückgewinnungstrupp in Ammarsch für Bradford? Ja gut, da habe ich ja überhaupt keine Sorge. Weil die erobern sich das selber wieder. Quatsch, die schlagen ja selber wieder zurück. Gut. Wo sind die Bogenschützen? Hier. Sorry, Leute, ich bin konzentriert. Ihr wisst es. Okay, jetzt hat mich einer mal getroffen. Kein Thema. Düsen mal irgendwo hin, wo sie uns nicht anschießen können. Ach, da sind sie. Ja, genau, haut wieder ab. Da sind auch ganz schön viele drin. Ich will halt erst, dass die Bogenschützen weg sind. Ja, die langweilen halt übel. Ich glaube, es sind 5 Stück gewesen, oder? Okay, Leute, wo seid ihr? Also, ich weiß nicht, ist der eine jetzt schon tot? Nee. Mann, verpiss dich, ich bin doch hier beschäftigt. Oida, was geht denn jetzt ab? Pisser. Ich treff nicht. Ich treff schon. Aber nicht genug. Hilfe. Shitty, ich habe keine Salbe mehr. Na, wie weit rennt ihr mir jetzt noch hinterher? Ach, das geht dann immer nicht, ne? Machen wir es halt so. Oh yeah, der hat gesessen. Wie viele Pfeile habe ich noch? Nur noch 28. Uiuiui. Das ist sehr, sehr belastend. Oh, da hinten habe ich auch einen getroffen. Ach, jetzt kommen sie wieder. Mist. Harr. Harr. Ich bin ein Pirat. Solange keiner erschießt, ist alles gut. Ich sehe sie halt aber auch nicht. Hallo, wo seid ihr denn da? Ach man, Pfeil gewastet, weil er wieder zurückrennt. 25 Pfeile, also eigentlich ist es zu schaffen. Ich will jetzt mal gucken, wo ist denn schon wieder der Beutel von dem Typ? Bin ich jetzt schon wieder blind oder so? Da ist er. Wo sind sie denn jetzt? Leute, ich dachte, ihr kommt zurück. Wir spielen ein bisschen zusammen. Oha, 3 Hirsche auf einem Fleck. Was ist jetzt da los? Ah, warte mal, wenn die jetzt wieder abhauen, dann ist das geil, weil dann sind nämlich fast gar keine mehr da. Also wir warten jetzt, bis die wieder weg sind. Aber eigentlich dürften die dann hoffentlich nicht kommen. Oder? Nee, die sind schon zu weit weg. Shit, ich hätte mir definitiv mehr Pfeile mitnehmen sollen. Da hat wieder keiner damit gerechnet.
Hey, Alter, was hat er gefressen? Scheiße, ich muss zurück. Mir reichen die blöden Pfeile nicht. Okay, ich habe tatsächlich jetzt einmal noch Bronzepfeile mit. Wir haben es jetzt auch gleich schon wieder 6. Ich gucke jetzt, ob ich es einfach so mache, dass sie mich sehen, mir hinterherlaufen und die Bogenschützen dann vielleicht endlich mal ihre ganzen Pfeile wasten hier. So, jetzt, Leute. Hier bin ich. Holt mich doch. Auf geht's. Hallo. Jawohl. Na los, lauft mir hinterher. Aha, ich glaube, zwei davon haben keine Pfeile mehr, oder? Wie viele schießen denn jetzt noch? Einer. Okay, das finde ich gut. Nee, zwei. Dann rennen wir jetzt mal hier so rum. Jetzt haben sie keine Pfeile mehr, die Affen. Oh, ihr Armen. Und jetzt tu mir das, was klein Luni immer tut. Gehst du bitte rauf? Hallo. Oh Mann, Junge. Naja, nee, das will ich nicht. Ich möchte... Ah ja. Jetzt, ciao. Kommt ihr irgendwie hier dran? Könnt ihr euch mal irgendwie so zu mir herstellen? Nicht die ganze Zeit weglaufen? Ja, da, bleib doch halt, bleib doch stehen. Ach Mann, sind das Deppen. So, dann können wir jetzt vielleicht wenigstens ihn machen. Klar, trifft es nicht, ne? Jetzt hat. So, dann kommt her. Ja, super. Der nächste bitte. Danke, das ist aber schön, dass ihr so zahlreich erscheint. So, du darfst. Komm her. Ja, du kannst dich gerne da hinstellen. Das ist auch voll in Ordnung. So, jetzt haben wir den Heini da hinten noch. Komm her, kleiner Bär. Ja, also. Cool. Haben wir dieses blöde Lager auch kaputt. Ach so, ja, ich muss ja erstmal die Kisten plündern. Wo sind sie denn? Hier ist eine. Und gibt's noch eine? Ja, da hinten. Sehr schön. Die Flagge kann ich ja wie immer nicht nehmen. So, und dann auf zu dir, Belinda. Ja, ich steck die Waffe weg. Danke, dass du mich gerettet hast. Ich hatte angefangen zu vergessen, wie sich Sonnenlicht anfühlt. Was soll ich jetzt tun? Du kannst dich mir anschließen. Oh, ja, Belinda. Geil, habt ihr gesehen, was die für Stats hat? Die ist krass, die Alte. Du darfst mal ganz schnell nach Hause gehen, und zwar nach Lunetria. Ich weiß, das ist dein weiter Weg, aber du wirst es auf jeden Fall schaffen. Genau, und wir sind ja dann auch hier wieder fertig. Jetzt müssen wir natürlich wieder mit Clara sprechen, aber jetzt ist es schon so spät und ich glaube nicht, dass Clara jetzt noch wach ist. Deswegen, meine lieben Freunde, beende ich den Part an der Stelle. Ich hoffe sehr, euch hat er ein bisschen gefallen. Mir auf jeden Fall schon. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend und sage Tschüsschen mit Küsschen.